Die Erfolgsgeschichte der zwei wichtigsten deutschen Pharmaunternehmen wird von nun an gemeinsam geschrieben. Dann wären wir heute soweit. An dieser Stelle möchte ich persönlich... Ein Bild für die Ewigkeit. Fluches Gesicht, dass er merkt, dass er keine Chance mehr hat. Du hast den Opi so dermaßen platt gemacht. In der Verfilmung eines Bestsellers von Martin Suter spielt Moritz Bleibtreu einen Wirtschaftsanwalt mit Killerinstinkt. Wir können auch dieses System mitgestalten und prägen. Sie haben gewonnen, Blank. Und ich habe verloren. Ich habe das Buch gelesen, ein Jahr nachdem das rauskam oder so, mag Suter unheimlich gerne. Und als das dann auf meinem Tisch lag, wusste ich eigentlich sofort, ich würde das unheimlich gerne machen. Das liegt einfach auch daran, dass ich mein Herz sehr stark an das Genre Thriller verschenkt habe und mich immer wahnsinnig freue, wenn es überhaupt die Möglichkeit gibt, einen Thriller zu machen, weil das einfach innerhalb der Finanzierung momentan in Deutschland sehr schwer geworden ist, diese Filme überhaupt umzusetzen. Ich beneide die Filmemacher eigentlich nicht, weil sie sind nicht wie ich, ihr eigener Herr. Sie sind angewiesen auf so viele Techniker, Schauspieler, das Wetter und so weiter. Ich bin da mein eigener Herr und kann das Wetter bestimmen. Wenn ich schreibe, als er sich umdrehte, brannte das Tal, dann habe ich nicht einen Produzenten, der in Ohnmacht fällt. Also ich kann die Bilder liefern oder in Zusammenarbeit mit den Lesern die Bilder machen. Urs Blank ist ein archetypischer Vertreter dieser boomenden Anwaltsindustrie, die das Gesetz nach den Maßgaben ihrer vermögenden Klienten auslegt. Jürgen Prochnow spielt Pius Ott, einen dieser gnadenlos effizienten Macher im Hintergrund. Guten Tag, Herr Ott. Dr. Blank, was für eine Freude. Ich grüße Sie. Jagen Sie auch? Nein. Aber ist die Wolfsjagd nicht schon längst verboten? Der Bursche hat in meinen Wäldern herumgewildert. Und dort bin ich für das Gleichgewicht in der Natur zuständig. Ich schätze Ihre Arbeit sehr, Blank. Vielen Dank. Und deswegen sind Sie heute hier. Danke. Eine weitere Fusion mit der British Life. Zum größten Pharmaunternehmen Europas. Und ich möchte, dass Sie das Mandat der Confed übernehmen. Ich finde, das ist ein Abbild der Gesellschaft. Das zeigt, wo sich viele Menschen hinbewegen heutzutage. Von USA weiß ich, die Devise ist another day, another dollar. Es geht darum, Geld zu machen, Geld anzuhäufen. Dahinter steckt eine, finde ich, ein Trend und eine Entmenschlichung der Gesellschaft. Ah, Dr. Blank, darf ich Ihnen Jack Taylor von der British Life vorstellen? Very nice to meet you. Dr. Blank, ich habe schon viele von Ihnen gehört. Ich habe auch schon so einiges von Ihnen gehört. Zum Beispiel? Ach, zum Beispiel, dass Sie während Ihrer Zeit bei London Pharmaceutics versucht haben, aus einer geplanten Fusion eine feindliche Übernahme zu machen. Machen Sie sowas hier nicht. Sonst mache ich Sie fertig. Wie schon gesagt, ein Profi mit Killerinstinkt. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Der Film ist mehr als nur ein Krimi. Er ist eher ein Psychothriller und eine sehr eigenwillige Version von Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Blank, der in dieser steril klimatisierten Welt des Big Business lebt, hat längst seine Bindung an die Natur verloren und wird sie mit einer neuen Freundin ganz neu erleben. Ich fühle mich, als wäre ich aus einem Koma erwacht. Na dann, willkommen im Leben. Hast du früher viel gekifft? Nee, nicht so. Und andere Sachen? Drei von den Pilzen enthalten etwa 1 Gramm Psilocybin. Je nach Körpergewicht braucht er also mehr oder weniger. Ich zum Beispiel nehme 4. Wie viele nimmst du denn? Ich nehme 4. Ich auch 4. Feigling. Ich weiß, die Dinger sehen ziemlich verschrumpelt aus. Und ich schmecke auch richtig scheiße, aber die Wirkung ist magnifik. Wie ist das mit diesen Pilzen? Haben Sie da recherchiert, selbst ausprobiert? Also die Pilze, die gibt es, die Saison ist jetzt gerade wieder. Wenn Sie bei uns in der Schweiz in den Jura kommen, dann finden Sie die in den alten Kuhfladen noch. Man soll sie mit Vorsicht oder lieber gar nicht genießen. Ich selber habe schon, ich war 1968, war ich 20. Also ich habe schon ein paar Sachen ausprobiert. Bon voyage!
Musste man da das Rollenstudium à la Method Acting mit Pilzen durchmachen? Ich nicht. Ich nicht. Und das ist auch, wenn man das den Gedanken weiterdenken würde, natürlich verbietet sich das ja quasi von selbst. Wenn Sie jetzt einen Mörder spielen, wie wollen Sie denn dann ein Method-Rollenstudium machen? Das ist ja nun gerade der, das ist auch mein Problem, was ich mit der Method habe quasi. Ne? Also es ist ja, darum geht es ja in der Schauspielerei, dass ich Grenzerfahrungen oder eben auch bestimmte Abgründe, Dinge, von denen ich überhaupt keine Ahnung habe, mit denen mich auch nichts verbindet und wo ich keine persönlichen Bezugspunkte zu habe, in meinem eigenen Leben trotzdem glaubhaft darstellen kann. Das ist ja nun gerade mein Job. Wenn ich alles, was ich spiele, erlebt haben müsste, dann wäre ich jetzt schon lange im Gefängnis. Nach diesem anfangs arglos gemeinten Pilztrip wird Blancs latenter Killerinstinkt konkret. Die dünne Schicht der Zivilisation über dem Chaos reißt auf und er wird tatsächlich zum Mörder. Lucien, irgendwas stimmt nicht mit mir. Ich habe Symptome. Was denn für Syndrome? Ich habe meine Hemmschwelle verloren. Ich mache Dinge, die ich früher niemals in meinem Leben getan hätte. Hallo, Herr Blank. In der Regel täusche ich mich nicht. Sie habe ich für einen Mann gehalten, der sein Wort hält. Es tut mir wahnsinnig leid, Herr Ott, aber meine Entscheidung steht fest. Ich höre auf. Bei Suter und also auch in diesem Film hat der Wald eine spezielle Funktion und Wirkung. Er ist der magische Ort. Ein Hexen- und Märchenwald, in dem Blank seine Entfremdung zur Natur ablegt, ohne dass er es wirklich versteht. Wie der sich halt wiederfindet, wo der auf einmal eins wird mit diesem Wald und auf einmal diese merkwürdige Beziehung da entsteht und nur hunderte Meter weiter weg geht das Leben halt ganz normal weiter. Ne? Das ist, der Wald ist ein faszinierendes Motiv, ist ein ganz ursprüngliches, archaisches Ding, ist auch ein, was ich auch immer wieder beim Drehen erlebt habe, ist, glaube ich, der einzige Ort auf der Welt, so landschaftlich, wo man, der gleichzeitig so harmonisch und so furchteinflößend sein kann. Es gibt keinen anderen Ort auf der Welt, wo man beides hat, und zwar an einem Tag. Also du kannst dann morgens, wenn die Sonne so durch die Bäume bricht, ist alles wunderschön und es steht für Harmonie und du willst dich auf diese Moosdecke legen und es ist total schön und sanft. Und dann schlägt das Wetter um und es wird dunkel und es fängt an zu regnen und du denkst, oh mein Gott, wo bin ich hier gelandet? Das ist irre. Also das ist für mich ein Thema und es ist mehr die Magie des Waldes, die mich fasziniert hat, als die naturkundlichen Aspekte. Auf der Suche nach den Ursachen seiner Wandlung erkundet er die magischen Pilze und verliert sich dabei immer mehr im mystischen Nebel, während Pius Ott nun seinerseits ganz Realjagd auf ihn macht. Am Schluss des Romans heißt es, Urs Blank wurde Teil des Waldes.